Die Drachenblume. Berg ist eine kleine Insel mitten im Nirgendwo. Wenn bei uns mal irgendwas Ungewöhnliches passiert... Händler Johann ist da? Händler Johann! ...sind wir gleich alle aus dem Häuschen. Dabei ist nicht jede Abwechslung gleich ein Gewinn. Hey, der Händler ist da! Mit neuester Ware für uns! Ein Schiff fuhr in unseren kleinen Hafen ein. Es war der Händler Johann, der ein-, zweimal im Jahr mit neuen Waren die Insel anfuhr. Pütz war furchtbar aufgeregt. Und nicht nur er. Ah, Berg! Meine Lieblingsinsel von allen, zu denen ich schon gereist bin. Wo bist du denn überall gewesen, Händler Johann? Oh, Pütz, was ich alles gesehen habe, die Menschen, die ich getroffen habe. Es würde Tage dauern, dir alles zu erzählen. Doch dummerweise haben wir nicht so viel Zeit. Wir müssen an das Geschäft denken. Was auch immer euer Herz begehrt, ich kann euch versichern, ihr werdet es hier finden. Ist alles meins. Ich lasse mir das hier alles reservieren. Ich habe exotische Früchte jeder Art. Gewürze, seltene Tiere. Bewegt sich da was? Bewegt sich das? Schmuck, Juwelen und die neuesten technischen Errungenschaften. Händler Johann, ist das das einzige Buch über Botanik? Jawohl, Fischbein. Und es wurde mir vom Autor persönlich überlassen. Würdet ihr es gegen diese Halskette eintauschen? Sie hat wunderschöne Babydrachenzahnanhänger. Aber gerne, Herr Fischbein. Oh, das ist die feinste Tintenfischtinte, Higgs, abgezapft von einem Riesentintenfisch aus dem Nordwasser. Wie wäre es mit diesem Fernglas? Das habe ich selbst gebaut. Ich weiß, du hast mir schon 5 davon gegeben. Und bei Thor, ich habe nur diese beiden Augen. Was hast du noch anzubieten? Wie wäre es mit dieser Seilwinde? Die würde dir beim Anlegen gute Dienste erweisen. Ein willkommenes Werkzeug für die angeschlagene Schulter eines Seemanns. Gefällt mir schon besser. Hau drauf hatte ein Schwert entdeckt und ließ es ein paar Mal durch die Luft schwirren. Gute Idee, noch ein Schwert. Genau das brauchen wir noch. Falls es dich interessiert, das ist nicht für mich. Ich muss zum Jahrestreffen der Chefkrieger der kälteklirrenden Küsten. Der letzte Krieger, der dort ohne Geschenk auftauchte, durfte ohne Kopf gehen. Johann, was ist der Preis dafür? Hau drauf, es ist allein deine Gnade, die ich erbitte, wenn mein bescheidenes Schiff an den Gestaden von Berg anlegt. Du bist an unseren Küsten immer willkommen. In 5 Tagen bin ich zurück. Ach, was rede ich denn da? In 2 Tagen bin ich zurück. Dank, Tornado. Hau drauf stieg auf seinen Drachen. Ach, du hast ihm einen Namen gegeben, Tornado, ja? Das ist korrekt, denn er verfügt über die Kraft von Thor und die Wildheit eines Tornados. Und außerdem ist es der einzige Name, auf den er reagiert. Der Kerl kann verdammt stur sein. Na, von wem könnte er das wohl haben? Auch Tornado? Männer, die auf Drachen reiten. Was für ein erhabener Anblick. Johann, Mehltau, hast du mir alles mitgebracht? Du kommst gleich zum Wesentlichen. Das gefällt mir. Ah. Ich nehme an, du hast meinen Kohl dabei? Mehltau gab Johann einen großen Korb mit Kohlköpfen. Bring das zu meinem Haus! Higgs Freunde hatten auch etwas für die Akademie besorgt. Eine riesige Wikingerstatue aus Holz. Als Higgs in die Arena kam, stellte Tafnus sie gerade auf. Wie cool sieht die denn aus? Einfach wunderschön. Die habt ihr extra für die Akademie geholt? Ja, die haben wir vom Händler Johann. Wir mussten ihm dafür Urgroßvaters Schädel geben. Sein Schlüsselbein durften wir behalten. Wow, wisst ihr, wurde auch langsam Zeit, dass ihr stolz seid auf unseren Campus. Docken! Was? Und schon wurde die Statue für Zielübungen benutzt. Plötzlich musste eine zerniesen und schoss dabei einen Feuerball knapp über Rotzbackes Kopf hinweg. Hey, Thor, das ist doch... Hey! Kannst du nicht deinem Drachen die Hand vors Maul halten, wenn er niest? Tja, tut mir leid, aber das ist vorher noch nie passiert. Als Higgs später mit Astrid über die Insel flog, bekam Ohnezahn einen so heftigen Niesanfall, dass er landen musste. Higgs war sehr besorgt. Ohnezahn, geht's dir gut, mein Freund? Ohnezahn? Vielleicht hat er eine Erkältung oder so. Kriegen Drachen auch Schnupfen? Wow, sieh dir das an. Plötzlich kam ein Babydrache taumelnd angeflogen und stürzte ebenfalls zu Boden. Tja, egal was ohne Zahn hat, der kleine Kerl hat es wohl auch. Higgs ging sofort zu Grobian. Er war der Einzige, der helfen konnte. Grobian setzte einen Kessel mit einer stinkenden Suppe auf. Das bringt ihn wieder auf die Beine. Was ist das? Das willst du lieber nicht wissen. Und was immer du tust, nicht anfassen. Astrid kam hereingestürmt und holte Higgs nach draußen.
Jetzt hatten auch all die anderen Probleme mit abstürzenden Drachen. Offenbar haben sich alle Drachen angesteckt. Was können wir dagegen machen? Guti, sie weiß, was zu tun ist. Die alte Weissagerin kam auch gleich. Sie untersuchte ohne Zahn und warf anschließend ein paar Knochen auf den Boden, um von den Geistern eine Botschaft zu erhalten. Alle sahen gespannt zu. Hab gehört, Guti kann dir sagen, wann du stirbst, indem sie sich deine Fingernägel ansieht. Ach, das ist doch bloß Gewäsch von alten Weibern. Sie sieht sich deine Zunge an. Die Alte zeichnete etwas in den Sandboden. Grobian sah es sich an. Sie sagt, die reagieren auf irgendwas. Wie so eine Art Allergie. Allergie? Wogegen? Ah, etwas kommt mit einem Kanu und macht hier viel Schmuh. Tja, es kommt oft einer mit einem Schiff auf die Insel. Händler Johann war doch gerade da. Sie sagt, wir müssen sofort alles loswerden. Auf der Stelle. Sonst könnte es noch schlimmer werden. Und unsere Drachen werden immer kränker. Grobian und Hicks besprachen alles mit Hau drauf, der dann wiederum eine Dorfversammlung einberief. Und dann wurden alle Dinge, die nicht von der Insel stammten, in einer tiefen Grube entsorgt. Ich weiß, dass das hart ist, Leute, aber ich verspreche euch, es muss sein. Ihr helft den Drachen damit. Das ist das Mindeste, was wir für sie tun können. Alle warfen ihre Sachen in die Grube. Nur Grobian unternahm nichts. Hicks sprach ihn an. Du hast noch gar nichts in die Grube geworfen und ich hab gedacht, du hättest auch was beim Händler Johann gekauft. Hat er auch, und zwar Seide. Also her damit, Grobian. Geht leider nicht, sieh es. Gerade in Nutzung, Hicks. Ist meine Unterhose. Tragekomfort. Na schön. Grobian verschwand hinter einem Felsen, entledigte sich seiner Unterhose und warf das knallrote Stück Stoff in die Grube. Auf diesen Anblick hätte ich durchaus verzichten können. Am nächsten Tag kümmerten sich alle rührend um ihre kranken Drachen. Hey, wie wär's, wenn wir eine kleine Runde fliegen? Vielleicht fühlst du dich dann besser. Aber ohne Zahn nieste nur ein kleines Feuerbällchen aus und rollte sich dann zusammen. Oh. Bei Astrids Sturmpfeil sah es nicht viel besser aus. Auch ihr Drache lag zusammengekauert auf seinem Lager. Armes Mädchen, fühlst dich einfach nicht wohl, hm? Ich weiß, was da hilft. Ich wüsste dann... Auch Sturmpfeil musste niesen und schoss seine Pfeile knapp an Astrids Kopf vorbei. Schon gut, Sturmpfeil. Ich bin Kriegerin, ich bin schon oft angegriffen worden. Und Fischbein erzählte Fleischklops liebevoll ein Märchen. Es war einmal eine hübsche kleine Prinzessin, die hieß Fleischklops. Das hübscheste Drachenmädchen im ganzen Land. Die Menschen kamen von überall her, um ihre... Ups, da entwich Fleischklops doch glatt ein freches Windchen. Allerdings saß Fischbein direkt hinter ihr. Nein, nein, das macht nichts, Süße. Riecht gar nicht so übel. Duftet geradezu wie Rosenblätter und... Oh, oh. Später trafen sich Hicks und seine Freunde auf dem Dorfplatz. Fischbein geriet langsam in Panik. Wir haben alles weggeworfen, was wir beim Händler Johann gekauft haben. Aber unseren Drachen geht's immer noch nicht besser. Es wird sogar schlimmer. Wir müssen eine Liste aufstellen. Vielleicht hat ja noch jemand was von Händler Johann gekauft, aber nicht in die Grube geworfen. Ja, es muss jemanden geben, der sich nicht von dem trennen will, was er erstanden hat. Wenn ich rausfinde, wer da was zurückbehalten hat, also auf den bin ich dann echt sauer. Hakenzahn ging so schlecht, dass ich die ganze Nacht auf war, um Drachenkotze von den Wänden zu kratzen. Tja, und unser ist tot. War nur ein Scherz, aber die verstehen keinen Spaß mehr. Liegen bloß noch mal da, machen nichts mehr kaputt. In diesem Moment kam Hau drauf zurück und landete in der Nähe der Kinder. Hicks, mein Sohn, schreib das hier in das Drachenhandbuch. Fliege niemals mit einem Morgen voll mit halbgarem Schorffleisch. Die kälteklärenden Küsten sind nicht mehr so, wie sie waren. Was ist denn, Hicks? Probleme? Es geht um die Drachen, Vater. Sie sind... Sie sind krank und es wird immer schlimmer. Etwa alle Drachen? Hicks ging mit seinem Vater nach Hause, wo Ohnezahn noch immer schwer atmend auf seinem Lager lag. Armer Kerl. Was glaubst du, was passiert ist? Keine Ahnung. Guti sagte, sie sind allergisch auf irgendwas Neues auf der Insel, aber wir glauben, dass wir alles vernichtet haben. Aber wenn es den Drachen nicht besser geht... Dann muss noch etwas hier sein, das sie krank macht. Tornado? Jetzt hatte es auch Tornado erwischt. Niesen. So fing's bei allen an. Es ging ihm gut, bis wir hier ankamen. Wir sollten eure Spuren verfolgen.
Hau drauf zeigte Hicks und seinen Freunden, wo er gelandet war. Tja, hier bin ich gelandet. Okay, seht euch um, ob ihr irgendetwas Ungewöhnliches entdecken könnt. Auf einem kleinen Hügel am Rande des Dorfes fielen Astrid ein paar Blumen auf. Was ist das? Sie gingen zu einer Pflanze, die merkwürdige blaue Blüten trug. Kann sich jemand erinnern, diese Blumen schon mal gesehen zu haben? Die waren schon hier, als ich zurückkam. Die sehen ja fast genauso aus wie der blaue Oleander. Ich kenne ihn aus dem Botanikbuch, Kapitel 8. Gibt's da in dem Zusammenhang was Besonderes? Sie sind sehr hübsch und weich, blühen ganzjährig. Und sind giftig für Reptilien. Das bedeutet, dass sie auch giftig für Drachen sind. Das ist nicht gut. Stand in dem Buch irgendetwas über ein Gegenmittel? So weit war ich noch nicht. Ich musste es ja unbedingt in eine Grube werfen. Na los, dann hin und grab es wieder aus. Das kapiere ich nicht. Wie kommen denn diese Blumen überhaupt hierher? Mehltau. Ich habe gesehen, wie er sie nachts gepflanzt hat. Und das fandest du nicht etwas merkwürdig? Nein. Naja, vielleicht. Hört auf, mich unter Druck zu setzen. Dann wollen wir dem alten Mann mal einen Besuch abstatten. Und so gingen Haudrauf, Hicks und Astrid zu Mehltau. Der allerdings tat ganz unschuldig. Was ist schon dabei, wenn ich ein paar Blumen gepflanzt habe? Der Dorfplatz sah doch nie besser aus. Ich wollte doch bloß ein bisschen Freude und Schönheit verbreiten, versteht ihr? Seit wann interessierst du dich denn für Schönheit und Freude? Das war Absicht. Was? Ihr denkt, tja, ich hatte nicht die leiseste Ahnung, hau drauf, dass diese Blumen irgendeine besondere Wirkung hätten. Okay, ich gebe zu, ich bin kein Freund der Drachen, aber was das hier angeht, beim Bart der Odins, ich hatte keinerlei Hintergedanken dabei. Gehen wir. Hau drauf ordnete an, dass Mehltau alle Blumen ausgraben sollte. Dann verließen er und die Kinder Mehltau. Kaum waren sie draußen, lachte sich Mehltau eins ins Fäustchen. Ah, die armen, armen Drachen. Hicks und seine Freunde trafen sich wenig später wieder auf dem Dorfplatz. Sie warteten auf Fischbein, der das Buch aus der Grube holen sollte. Endlich kam er mit dem Buch zurück. Fischbein, du hast dein Botanikbuch gefunden. Und? Was steht da drin? Jetzt beruhig dich. Spuck schon aus. In dem Botanikbuch steht, dass blauer Oleander für Reptilien giftig ist. Und Drachen sind Reptilien. Das war doch schon klar. Steht da noch was dazu? Nein, nicht hier drin. Aber im Drachenhandbuch steht was über einen Drachen, der gern blauen Oleander frisst. Es ist der Glutkessel. In einer idealen Welt verzehrt er blauen Oleander und man kann sein Gift als Gegengift nutzen, wie bei Schlangen und Spinnen. Aber leider leben wir nicht in einer idealen Welt. Seht ihr, der Glutkessel speit kein Gift. Nein, aber er sieht cool aus. Begreifst du das nicht? Im Buch steht kein Gift. Okay, schon klar. Kein Gift, na toll. Schreib's dir auf deine Stirn. Grobian und Haudrauf kamen auf den Platz. Sie hatten alles mit angehört. In dem Buch steht Unsinn. Ich hatte schon mit einem Glutkessel zu tun. Der ist über 18 Meter lang, mit rasiermesserscharfen Zähnen. Und schießt mit kochendem Wasser, das einem das Fleisch von den Knochen schmilzt. Der Glutkessel hat keine Angst, kein Gewissen. Aber was der Glutkessel hat, ist Gift. Und zwar eine Menge davon. Ich bin raus. Ich geh mit ihm. Na schön. Ihr bleibt hier und kümmert euch um die Drachen. Und was hast du vor? Vater, Grobian, wir machen uns auf die Suche nach einem Glutkessel. Und ich dachte schon, du fragst nie. Hicks machte das Boot klar und sagte dann seinem Vater und Grobian Bescheid. Vater, es wird Zeit. Das Boot ist bereit. Noch einmal gingen sie zu Mehltau. Sie schleppten ihn mit aufs Boot und legten ab. Also das ist doch ein Skandal. Ich habe alle Blumen ausgegraben. Was soll ich noch tun? Wir sind nur deinetwegen hier draußen, Mehltau. Wenn wir unser Leben aufs Spiel setzen müssen, dann du auch. Du hast keine Beweise, haut drauf. Du kannst nicht jedes Mal mir die Schuld geben, wenn euren kostbaren Drachen ein Pups quer sitzt. Also haut drauf, wie lautet der Plan? Nix. Grobi und ich versuchen, den Kopf des Glutkessels zu halten und Sven versucht, sein Maul zu öffnen. Wir brauchen dich. Um das Gift in diesen Eimer zu melken, schon klar. Lasst uns loslegen. Davon ernähren sich die Glutkessel. So locken wir sie zum Boot. Hicks nahm einen Korb voller blauer Blüten und schüttete sie ins Meer. Ha, das funktioniert doch nicht, dämliche Idee, dieses Unterfangen. Lass ihn, mein Sohn. Deswegen sind wir nicht hier. Aber deswegen. Ein Glutkessel tauchte neben dem Boot auf und verschlang die Blütenblätter. Glutkessel.
Ich muss vielleicht nochmal meine Unterbuchse wechseln. Wir müssen den Glutkessel auf das Deck locken. Tolle Idee. Holt ihn aufs Schiff, wo er uns alle kriegt. Jovian, schlingt das hier um seinen Hals. Ich halte ihn am Horn fest. Wo ist er jetzt hin? Plötzlich tauchte er hinter dem Boot auf und drückte es halb unter Wasser. Alles stürzte das Heck runter. Auch die Körbe mit den Blüten, die der Drache auch sofort verschlang. Als der Drache den Kopf an Deck hatte, wurde ihm gleich eine Schlinge um den Hals geworfen. Ja, wir müssen verhindern, dass der Drache wieder abtaucht. Ein kräftiger Brocken. Sven, wir brauchen jetzt sofort das Fass. Ich hab den Eimer. Pass gut auf, Sohn, dass du dich von dem Gift abkriegst. Ich weiß, Vater, dann bin ich in 24 Stunden tot. Doch der Drache war stark, sehr stark sogar. Mit seiner Schwanzflosse schleuderte er Grobian und Haudrauf einmal quer übers Deck. Aber Haudrauf schnappte sich den Schwanz und drückte ihn mit aller Kraft auf die Reling. Ich hab seinen Schwanz! Ich schnapp die Ringleine von deinem Vater! Hab sie! Zieht ihn rein! Nutzt den Mast, um seinen Kiefer aufzuhalten! Tau, nimm den Eimer! Nicht so schnell! Ich möchte gern erst mal klären! Schnapp dir den Eimer oder ich werf dich persönlich über Bord! Und alle anderen raus aus dem Nebel! Mehltau rannte panisch übers Deck. Er wusste nicht, dass er an seinem Hintern noch eine blaue Blüte hängen hatte. Der Drache sah sie und biss ihm kräftig in denselben. Dann tauchte er ab und verschwand. Er ist weg. Und du kannst darauf wetten, auf dieses Schiff wird er sicher nicht mehr kommen. Aber wir haben leider auch nicht das Gift. Doch, haben wir. Holt sofort das Gift aus mir raus. Ja, das werden wir. Zurück auf Berg wurde Mehltau sofort behandelt. Das heißt, ihm wurde das Gift aus dem Hinterteil gepresst. Hicks Freunde standen draußen und hörten nur sein Gejammer. Ist das zu fassen, dass wir hier alle stehen und darauf warten, wie sie das Gift aus Mehltau bekommen? Grobian holte einen großen Blasebalg, den er bei Mehltau ansetzen wollte. Nein, nein, nein. Warte. Kannst du es nicht mit einem etwas kleineren Werkzeug versuchen? Das nehme ich schon an. Das ist der Klang, der unsere Drachen wieder gesund macht. Grobian kam mit einem Fläschchen Flüssigkeit aus der Hütte. Das abgezapfte Gegengift. Ich habe in meinem Leben schon viel Schlimmes mit ansehen müssen. Unter anderem auch, wie mein eigener Arm von einem riesenhaften Albtraum verschlungen wurde. Aber niemals, niemals habe ich so etwas Unglaubliches gesehen wie den blanken Hintern dieses alten Mannes. Hier, nimm das für eure Drachen. Ich gehe in den Wald, um dort zu schreien. Du hast dich wirklich für uns aufgeopfert, Grobian. Hicks ging mit dem Gegengift nach Hause und verabreichte es ohne Zahn und Tornado. Kurze Zeit später kam auch Haudrauf zurück. Entspann dich, Vater. Alles wird wieder gut. Haudrauf ging raus zu seinem Drachen. Nach einer gefühlten Ewigkeit ging es ohne Zahn wieder so gut, dass er aufstehen und mit Hicks nach draußen konnte. Vater, es geht ihm wieder besser. Und bei Tornado war es genauso. Haudrauf war außer sich vor Freude. Tornado! Wie geht's dir, mein Freund? Kraftvoll schoss ohne Zahn einen Feuerball in den Himmel. Schön, dass du wieder der Alte bist. Eine krankmachende Blume, ein giftiger Meeresdrache und Mehltaus Hintern. Wer hätte gedacht, dass ich mich mit diesen drei Dingen mal an einem einzigen Tag rumschlagen müsste? Aber für meinen Drachen würde ich einfach alles tun. Die Tauwetterfestspiele.
Einmal im Jahr treffen wir uns hier auf Berg, um unsere Kraft, unsere Ausdauer und unseren Mut zu messen. Und zwar bei den jährlichen Tauwetterfestspielen. Für einige ist es allerdings keine besonders angenehme Erfahrung. Und für diese Tauwetterfestspiele trainierte Grobian mit Hicks im Wald. Er sollte mit bloßen Händen eine kleine Tanne samt Wurzel aus dem Boden ziehen. Jetzt mach schon, Hicks, streng dich an! Du musst da mit dem ganzen Körper ran! Mal noch ein bisschen mehr Dampf! Hicks Konkurrent war Rotzbacke. Und er war in Topform. Er riss seinen Baum ohne große Mühe heraus. Auch beim anschließenden Schafeschleppen, wo jeder ein Schaf auf seiner Schulter durch den Wald tragen musste, war Rotzbacke um Längen vorn. Aber soll Hicks doch selbst weitererzählen. Los, hau rein, Schafe schleppen, das ist fein! Was? Um es kurz zu machen, ich habe noch jedes Mal gegen diesen Typen verloren. Doch dieses Jahr könnte sich alles ändern. Denn dieses Jahr habe ich eine Chance zu gewinnen. Zum ersten Mal überhaupt gehören in diesem Jahr zu den Tauwetterfestspielen auch... Drachen! Sie sind von jetzt an offizieller Teil der Tauwetterfestspiele. Es gibt 3 zusätzliche Wettkämpfe. Das Fliegen und Schießen, was von euch verlangt, schnell zu fliegen und noch schneller zu schießen. Hey! Und schon schoss der doppelköpfige Drache von Taphnus und Raphnus eine Salve über Grobians Kopf. Entschuldigung, wir saßen auf dem falschen Kopf. Ich wusste, dass er was verkehrt war. Als nächstes kommt der Freistil. Lasst euch was einfallen, um die Jury mit einem Trick eurer Wahl zu beeindrucken. Für Fischbein war das alles viel zu viel Action. Er wollte etwas anderes. Entschuldige bitte. Fleischklops und ich wären an einem intellektuellen Wettbewerb interessiert. Zum Beispiel ein Puzzle. Ich werde das ganz sicher in Erwägung ziehen, Fischbein. Und nicht vergessen die Hürden, da wird eine Menge von euch... Rotzbacke kam im Kamikaze-Stil in die Arena geflogen und landete direkt vor Hicks. Weißt du, was mir an den Tauwetterfestspielen immer am besten gefällt? Das Gewinn. Fass ruhig alle meine Medaillen an, damit du siehst, wie man sich als Gewinner fühlt. Schon gut, ich verzichte. Meine Familie hat noch nie die Tauwetterfestspiele verloren. Noch nie! Geht das schon wieder los? Mit Drachen oder ohne Drachen, ich werde tun, was ich jedes Jahr tue. Ich mehre den Ruhm des Jörgensen-Clans. Und du tust, was du immer tust. Du blamierst deinen Clan. Los geht's, Hartan! Ich mach euch alle fertig! Am Abend arbeitete Hicks zu Hause an einer neuen technischen Verbesserung. Er nahm gerade Maß bei Ohnezahn, als sein Vater hereinkam. Alles klar. Woran arbeitest du denn da? Ein paar Ideen zum Tauwetterfest. Schön, schön ausgezeichnet, sagte Hau drauf und schaute Hicks weiterhin über die Schulter. Hast du was auf dem Herzen, Vater? Naja, mit den Drachen, da könntest du doch vielleicht, naja... Rotzbacke schlagen, den Jörgensens eins auswischen. Tja, wenn du das so ausdrückst, klingt das ganz nett. Hicks sagte kein Wort und sah Hau drauf nur an. Also dann, ich lass dich mit dem, was du tust, in Ruhe. Ihr beide schafft das, jo. Am nächsten Tag war es dann soweit. Die Tauwetterfestspiele wurden von Hau drauf in der Arena eröffnet. Hiermit erkläre ich die Tauwetterfestspiele für eröffnet! Rotzbackes Vater brachte seinen Jungen ordentlich in Stimmung. Wer sind wir? Die Größten! Was ist unser Motto? Wir schlagen alle! Und unser Schlachtruf? Rotzbacke, Rotzbacke, oi, oi, oi! Die Wettbewerber zum Schafeschleppen bitte aufstellen! Heute ist ein guter Tag zum Schafeschleppen, Mulch. Das stimmt, Pütz. Jeder Tag ist ein guter Tag zum Schafeschleppen. Den Teilnehmern wurden nun die Schafe auf die Schultern gepackt. Und Aufstellung! Auf die Plätze! Los, raus! Weiter! Rotzbacke stürmte los und ließ die anderen weit hinter sich. Stolz rannte er ins Ziel. Yo! Das ist mein Junge! Der erste Punkt der Tauwetterfestspiele geht an Rotzbacke! Halt durch, Hicks! Nächste Disziplin, das traditionelle Baumstammrollen. Wer als letzter auf dem rollenden Baumstamm blieb, der hatte gewonnen. Also dann, viel Spaß, Leute!
Alle fielen herunter. Bis auf... Und ein weiterer Punkt geht an Rotzbacke. Das ist mein Junge! Nächste Disziplin, der Axtwurfwettbewerb. Hier kommt es vor allem auf Zielgenauigkeit an. Rotzbacke war als erster dran und traf mitten ins Ziel. Volltreffer, der nächste Kandidat. Hey, pass doch auf! Hicks und die anderen versagten kläglich. Man konnte froh sein, dass sie sich nicht gegenseitig verletzten. Hicks Wurf war wohl der schwächste. Seine Axt flog nicht mal annähernd ans Ziel heran. Rotzbacke war natürlich gleich zur Stelle. Ich zeig dir mal, wie man das macht, Drachenjunge. Rotzbacke nahm drei Äxte und warf sie, ohne sich zum Ziel zu drehen, über seine Schultern. Volltreffer. Angeber. Warum gibst du uns nicht gleich die Medaille, hau drauf? Und ersparst deinem Sohn die peinliche Situation. Warum setzt du dich nicht wieder hin, Kotzbacke? Lass dich von dem Schwachkopf nicht ärgern. Der provoziert mich jetzt schon seit Jahren. Und heute ist es wieder dasselbe. Hicks sah auf den Felsen, wo der Punktestand aufgeschrieben wurde. Tja, der allerletzte. Wow, ich hab alle Punkte und dazu sehe ich noch am besten aus. Wie unfair. Ja, mach dich ruhig lustig, Mann. Denn morgen wird sich so einiges ändern. Hab ich recht, Kumpel? Ich kann's kaum erwarten, denn Hakenzahn und ich, das ist so, als ob Kerl und Drache eins werden. Wir sind wie ein Rotzdra. Oder ein Drotz. Oder ein Rotzhaken. Ach ja? Na warte, denn morgen heißt dein Gegner nämlich Hickzahn. Hickzahn? Ja, nicht gerade mein geistreichster Spruch. Warum lässt du dich von dem Kerl immer wieder provozieren? Tja, weil ich zum ersten Mal vielleicht die Chance habe, diesen Kerl zu schlagen. Ihm endlich das Maul zu stopfen. Viel Spaß. Ich muss zugeben, es würde mir gefallen, wenn mal jemand anderes die Tauwetter-Festspiele gewinnen würde. Sagte Astrid, setzte sich auf Sturmpfeil und flog davon. Du hast dein letztes Schaf ins Schwarze geworfen, Rotzhaken. Morgen beginnt eine neue Zeitrechnung. Der zweite Tag der Spiele begann. Mulch moderierte wieder. Willkommen zum zweiten Tag der Tauwetter-Festspiele. Heute beginnen wir mit den Drachenwettkämpfen. Ein guter Tag zum Schafe schleppen, Mulch. Beginnen wir mit dem Hürdenwettlauf. Naja, eigentlich ein Hürdenfliegen. Man musste mit seinem Drachen fehlerfrei unter den Hindernissen hindurchfliegen. Rotzbacke strotzte vor Selbstbewusstsein. Hürden sind keine Bürden. In dieser Disziplin bin ich ungeschlagener Meister. Na dann mal los. Aber man fliegt nicht oben drüber, Rotzbacke. Man muss drunter durchfliegen. Hallo, das habe ich gewusst. Und als Nummer eins startet Fischbein. Gleich unter der ersten Hürde blieb Fischbein mit Fleischklops stecken. Leute, könntet ihr mir mal helfen? Schon gut, es ist einfach nicht unsere Disziplin. Auch Astrid machte Fehler. Taffnuss und Raffnuss blieben ebenfalls hängen. Und Rotzbacke knallte ein paar Mal mit seinem Kopf gegen die Hürden. Und Hicks? Er ließ ohne Zahn auf dem Rücken fliegend fehlerfrei die Strecke passieren. Sein erster Punkt. Und Hicks begeistert mit einem perfekten Lauf. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Perfekt! Ich glaube, das war mein erster Tauwetter-Festspiele-Punkt bisher. Und mir fällt da gerade was auf. Es gefällt mir, Rotzbacke zu schlagen. Ich fühle mich größer. Bin ich größer geworden? Ihr müsst nicht antworten. Rede jetzt durch. Ich bin mir nicht sicher. So habe ich Hicks bisher noch nie erlebt. Als nächstes der Freistil-Wettbewerb. Die Teilnehmer und ihre Drachen zeigen ihre Kühe und ihr Können. In dieser Disziplin waren alle ziemlich gut. Und auch hier holte Hicks eine hohe Punktzahl. Als letzter war Rotzbacke dran. Hab gehört, Rotzbacke bringt einen neuen Trick, der heißt Ringe aus tödlichem Feuer. Das hat noch nie jemand probiert. Ja, weil es viel zu gefährlich ist. Nein, weil die Idee von ihm ist. Ein Gestell mit drei hintereinander stehenden Ringen wurde aufgebaut. Genau nach Rotzbackes Plan. Wahrscheinlich gewinne ich schon, weil ich auf diese Idee gekommen bin. Rotzbacke flog mit Hakenzahn auf die Ringe zu und ließ sie von seinem Drachen entzünden. Feuer! Aber als die drei Ringe brannten, wollte Hakenzahn nicht hindurchfliegen. Er stoppte abrupt, Rotzbacke rutschte von seinem Rücken und knallte gegen die brennenden Holzringe. Eine Katastrophe! Oh nein! Rotzbacke trug ein paar blaue Flecken davon. Ansonsten war ihm nichts passiert. Taffnuss war enttäuscht.
Also das mit den Ringen und dem Feuer habe ich kapiert. Aber was ist daran tödlich gewesen? Ich fühle mich vereiert. Jetzt war es Hicks, der die großen Töne spuckte. Ah, Rotzbacke. Dein Vater sieht ziemlich übel gelaunt aus. Was weißt du schon? Der sieht immer so aus. Denkst du ernsthaft, du hättest die leiseste Chance, mich zu schlagen? Ja, also um ehrlich zu sein, ich habe eine Chance, dich zu schlagen. Hast du nicht? Hab ich doch. Hast du nicht? Klar doch, denk doch mal nach. Ohne Zahn ist ein Nachtschatten und ich bin der beste Reiter. Also wieso sollte ich da verlieren? Tja, weil du immer verlierst. Ich gewinne, du verlierst. Sieh dir den Punktestand an, Rotzbacke, da hat sich was getan. Wütend stapfte Rotzbacke davon. Was war denn jetzt schon wieder los? Ich wollte ihn nur mal aufziehen. Seit wann hast du denn sowas nötig, Hicks? Der Fliegen- und Schießwettbewerb, wo die Teilnehmer ihre Feinde treffen und ihre Freunde verschonen müssen. Mit Hilfe von Ohnezahns fantastischer Reaktionsfähigkeit konnte Hicks auch hier punkten. Hicks und Ohnezahn haben die volle Punktzahl erreicht. Okay, Hakenzahn. Ein sauberer Lauf hier und wir sind die Champions. Der erste Schuss traf einen Feind. Aber dann drehte Hakenzahn durch und schoss einfach auf alles. Nein! Oh. Nein, das waren Kinder, du 6000 Pfund Hexe! Nein! Was? Oh. Nein. Was machst du denn da? Hör auf zu schießen! Rotzbacke, bring den Drachen unter Kontrolle! Das sieht nicht gut aus für den amtierenden Champion der Tauwetterfestspiele! Rotzbacke, Rotzbacke, oi, oi, oi! Das ging wohl voll daneben. Und wieder sackte Hicks die Punkte ein. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Tauwetterfestspiele gibt es einen Gleichstand. Morgen werden diese beiden jungen Wikinger in einem letzten Duell gegeneinander antreten. Dann entscheidet sich, wer der Champion der diesjährigen Festspiele wird. Hi, ich fass es nicht, was du für ein Glück gehabt hast. Ich weiß gar nicht, was du hier oben neben mir verloren hast. Ja, natürlich. Reto nur Rotzbacke, während sich die Siegesserie deiner Familie in Rauch auflöst. Genauso wie deine Ringe aus tödlichem Feuer. Rotzbacke stammelte etwas vor sich hin und verschwand. Hey, was ist denn mit dir los? Hat der Jack deine Zunge gefressen? Was soll der Quatsch? Oh, er zerbricht unter dem Druck, das spüre ich. Was ist? Weißt du, was mir immer an dir gefallen hat, Hicks? Du warst immer ein guter Verlierer. Wer hätte geahnt, dass du ein so schlechter Sieger bist? Am Abend werkelte Hicks noch in der Schmiede. Aber Astrids Worte gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Schlechter Sieger. Ich werde ein toller Sieger sein. Siehst du das, Kumpel? Leichter, dünner. Das wird uns helfen, schneller und wendiger zu fliegen. Ich habe auch den Sattel überarbeitet. Er ist leicht wie eine Feder. Doch das hier wird die wichtigste Verbesserung sein. Ein Schwanz so dünn wie Papier und noch stärker als der alte. Der wird uns erlauben, noch schnellere Flugmanöver hinzukriegen als jemals zuvor. Rotzbacke wird da keine Sonne sehen. Am nächsten Tag, kurz vor dem Wettkampf, redete Rotzbackes Vater noch einmal eindringlich auf seinen Sohn ein. Ich muss das ganz entspannt angehen. Rotzbacke! Ja, hey Paps, ich mach mir bloß die Knie ein bisschen locker. Hast du jemals die Geschichte gehört, wie ich einmal fast die Tauwetterfestspiele verloren hätte? Nein, habe ich nicht. Das ist wahr. Weil es auch niemals passiert ist! Kein Jürgensen war jemals so dicht dran, die Tauwetterfestspiele zu verlieren. Du darfst nicht der Erste sein. Nun ging es auf zum letzten Teil der Festspiele. Willkommen zum letzten Wettkampf der diesjährigen Tauwetterfestspiele, dem sensationellen Hindernisrennen. Übernimm du jetzt, Grobian. Das Rennen wird hier in der Akademie beginnen. Hicks und Rotzbacke werden nach dem Baumstamm-Hindernislauf und dem Klippenklettern auf ihre Drachen steigen, eine Runde um unser Flaggschiff drehen, das vor der Küste ankert, dann der Slalom durch das Labyrinth der Meeresfelsen und dann landen sie wieder hier. Der Erste, der diese Ziellinie passieren wird, ist der Sieger. Mann, da kriegt man ja Gänsehaut. Hicks ging zu Rotzbacke rüber. Hey, kann ich dich mal kurz sprechen? Nein. Schon gut. Ich wollte dir nur ein gutes Rennen wünschen und dass der beste Wikinger gewinnen möge. Oh, das wird er. Da muss sich dein kleines Ego keine Sorgen machen. Wir sehen uns an der Ziellinie, Hicks. Oder vielleicht auch nicht. Na schön, ich hab's versucht. Wenn du's so haben willst...
Ganz genau, so will ich das. Wikinger und Drachen, nehmt eure Positionen ein. Auf die Plätze, fertig und los! Holzbacke holte sich den ersten Vorsprung, aber Hicks versuchte aufzuholen. Okay, mein Freund, wir müssen viel Zeit wettmachen. Los geht's! Was für Flugmanöver! Er schließt zu Rotzbacke auf! Das sehe ich doch selber, Grobian! Na schön! Mal sehen, was die neue Konstruktion kann! Wow! Hast du das gesehen, Fritz? Das nennt man einen Geschwindigkeitsschub! Hicks legte gewaltig an Geschwindigkeit zu und flog jetzt neben Rotzbacke. Alles klar, Kumpel, jetzt machen wir den Sack zu. Hicks zog jetzt wie der Blitz an Rotzbacke vorbei. Nein, ich darf nicht verlieren. Ich darf es nicht. Ich darf nicht verlieren. Aber als Hicks die Verzweiflung in Rotzbackes Gesicht sah, änderte er seine Meinung. Er klappte die neue Heckflosse ein und inszenierte einen Absturz im Wald. Rotzbacke biegt jetzt auf die Zielgerade ein. Und Rotzi ist der Sieger der diesjährigen Tauwetterfestspiele. Also das ist ein Jürgensen. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Was für eine Frage. Etwas später landete auch Hicks im Ziel. Er ging zu Rotzbacke. Gut geflogen, Rotzbacke. Ja, du hast einen guten Kampf geliefert, aber nicht gut genug. Das waren spektakuläre Tauwetterfestspiele. Vielleicht die besten, die es je gab. Diese beiden jungen Männer lieferten eine tolle Show. Doch leider kann es nur einen Champion geben. Die Dynastie der Tauwetterfestsieger geht weiter. Der alte und neue Champion ist Rotzbacke. Wir haben's geschafft! Du hast deine Familie stolz gemacht. Hicks sah sich die Siegerehrung aus einiger Entfernung an. Plötzlich spürte er einen harten Schlag auf seiner Schulter. Au! Was? Ich weiß, was du gemacht hast. Ja, ich hab verloren. So wie sonst auch. Nein, du hast absichtlich verloren. Ich hab keine Ahnung, was du damit sagen willst, Astrid. Rotzbacke war heute einfach der bessere Wikinger. Nein, das stimmt nicht. Keiner war heute ein besserer Wikinger als du, Hicks. Astrid gab Hicks einen Kuss, drehte sich um und ging. Jo, mal wieder der Zweite. Manche Dinge ändern sich nie. Aber ich bin sicher, es gibt Dinge, die sind wichtiger als ein Sieg. Zum Beispiel ein echter Freund zu sein. Sogar dann, wenn der Freund dieser Typ da ist. Die Drachenblume. Berg ist eine kleine Insel mitten im Nirgendwo. Wenn bei uns mal irgendwas Ungewöhnliches passiert... Händler Johann ist da! Händler Johann! ...sind wir gleich alle aus dem Häuschen. Dabei ist nicht jede Abwechslung gleich ein Gewinn. Hey, der Händler ist da! Mit neuester Ware für uns! Ein Schiff fuhr in unseren kleinen Hafen ein. Es war der Händler Johann, der ein-, zweimal im Jahr mit neuen Waren die Insel anfuhr. Pütz war furchtbar aufgeregt. Und nicht nur er. Ah, Berg! Meine Lieblingsinsel von allen, zu denen ich schon gereist bin. Wo bist du denn überall gewesen, Händler Johann? Oh, Pütz, was ich alles gesehen habe, die Menschen, die ich getroffen habe. Es würde Tage dauern, dir alles zu erzählen. Doch dummerweise haben wir nicht so viel Zeit. Wir müssen an das Geschäft denken. Was auch immer euer Herz begehrt, ich kann euch versichern, ihr werdet es hier finden.
Ist alles meins. Ich lasse mir das hier alles reservieren. Ich habe exotische Früchte jeder Art. Gewürze, seltene Tiere. Oh, bewegt sich da was? Bewegt sich das? Oh. Schmuck, Juwelen und die neuesten technischen Errungenschaften. Händler Johann, ist das das einzige Buch über Botanik? Jawohl, Fischbein. Und es wurde mir vom Autor persönlich überlassen. Würdet ihr es gegen diese Halskette eintauschen? Sie hat wunderschöne Babydrachenzahnanhänger. Aber gerne, Herr Fischbein. Oh, das ist die feinste Tintenfischtinte, Hicks. Abgezapft von einem Riesentintenfisch aus dem Nordwasser. Wie wäre es mit diesem Fernglas? Das habe ich selbst gebaut. Ich weiß, du hast mir schon 5 davon gegeben. Und bei Thor, ich habe nur diese beiden Augen. Was hast du noch anzubieten? Wie wäre es mit dieser Seilwinde? Die würde dir beim Anlegen gute Dienste erweisen. Ein willkommenes Werkzeug für die angeschlagene Schulter eines Seemanns. Gefällt mir schon besser. Hau drauf hatte ein Schwert entdeckt und ließ es ein paar Mal durch die Luft schwirren. Gute Idee, noch ein Schwert. Genau das brauchen wir noch. Falls es dich interessiert, das ist nicht für mich. Ich muss zum Jahrestreffen der Chefkrieger der kälteklirrenden Küsten. Der letzte Krieger, der dort ohne Geschenk auftauchte, durfte ohne Kopf gehen. Johann, was ist der Preis dafür? Hau drauf, es ist allein deine Gnade, die ich erbitte, wenn mein bescheidenes Schiff an den Gestaden von Berg anlegt. Du bist an unseren Küsten immer willkommen. In 5 Tagen bin ich zurück. Ach, was rede ich denn da? In 2 Tagen bin ich zurück. Dank, Tornado. Hau drauf stieg auf seinen Drachen. Ach, du hast ihm einen Namen gegeben, Tornado, ja? Das ist korrekt, denn er verfügt über die Kraft von Thor und die Wildheit eines Tornados. Und außerdem ist es der einzige Name, auf den er reagiert. Der Kerl kann verdammt stur sein. Na, von wem könnte er das wohl haben? Auch Tornado? Männer, die auf Drachen reiten. Was für ein erhabener Anblick. Johann, Mehltau, hast du mir alles mitgebracht? Du kommst gleich zum Wesentlichen, das gefällt mir. Ah. Ich nehme an, du hast meinen Kohl dabei? Mehltau gab Johann einen großen Korb mit Kohlköpfen. Bring das zu meinem Haus! Hicks Freunde hatten auch etwas für die Akademie besorgt. Eine riesige Wikingerstatue aus Holz. Als Hicks in die Arena kam, stellte Tafnus sie gerade auf. Wie cool sieht die denn aus? Einfach wunderschön. Die habt ihr extra für die Akademie geholt? Ja, die haben wir vom Händler Johann. Wir mussten ihm dafür Urgroßvaters Schädel geben. Sein Schlüsselbein durften wir behalten. Wow, wisst ihr, wurde auch langsam Zeit, dass ihr stolz seid auf unseren Campus. Docken! Was? Und schon wurde die Statue für Zielübungen benutzt. Plötzlich musste eine zerniesen und schoss dabei einen Feuerball knapp über Rotzbackes Kopf hinweg. Hey, Thor, das ist doch... Hey! Kannst du nicht deinem Drachen die Hand vors Maul halten, wenn er niest? Tja, tut mir leid, aber das ist vorher noch nie passiert. Als Hicks später mit Astrid über die Insel flog, bekam Ohnezahn einen so heftigen Niesanfall, dass er landen musste. Hicks war sehr besorgt. Ohnezahn, geht's dir gut, mein Freund? Ohnezahn? Vielleicht hat er eine Erkältung oder so. Kriegen Drachen auch Schnupfen? Wow, sieh dir das an. Plötzlich kam ein Babydrache taumelnd angeflogen und stürzte ebenfalls zu Boden. Tja, egal was ohne Zahn hat, der kleine Kerl hat es wohl auch. Hicks ging sofort zu Grobian. Er war der Einzige, der helfen konnte. Grobian setzte einen Kessel mit einer stinkenden Suppe auf. Das bringt ihn wieder auf die Beine. Was ist das? Das willst du lieber nicht wissen. Und was immer du tust, nicht anfassen. Astrid kam hereingestürmt und holte Hicks nach draußen. Jetzt hatten auch all die anderen Probleme mit abstürzenden Drachen. Offenbar haben sich alle Drachen angesteckt. Was können wir dagegen machen? Guti, sie weiß, was zu tun ist. Die alte Weissagerin kam auch gleich. Sie untersuchte ohne Zahn und warf anschließend ein paar Knochen auf den Boden, um von den Geistern eine Botschaft zu erhalten. Alle sahen gespannt zu. Hab gehört, Guti kann dir sagen, wann du stirbst, indem sie sich deine Fingernägel ansieht. Ach, das ist doch bloß Gewisch von alten Weibern. Sie sieht sich deine Zunge an. Die Alte zeichnete etwas in den Sandboden. Grobian sah es sich an. Sie sagt, die reagieren auf irgendwas, wie so eine Art Allergie. Allergie? Wogegen? Ah, etwas kommt mit einem Kanu und macht hier viel Schmuh. Tja, es kommt oft einer mit einem Schiff auf die Insel. Händler Johann war doch gerade da. Sie sagt, wir müssen sofort alles loswerden. Auf der Stelle.
Sonst könnte es noch schlimmer werden. Und unsere Drachen werden immer kränker. Grobian und Hicks besprachen alles mit Hau drauf, der dann wiederum eine Dorfversammlung einberief. Und dann wurden alle Dinge, die nicht von der Insel stammten, in einer tiefen Grube entsorgt. Ich weiß, dass das hart ist, Leute, aber ich verspreche euch, es muss sein. Ihr helft den Drachen damit. Das ist das Mindeste, was wir für sie tun können. Alle warfen ihre Sachen in die Grube. Nur Grobian unternahm nichts. Hicks sprach ihn an. Du hast noch gar nichts in die Grube geworfen und ich hab gedacht, du hättest auch was beim Händler Johann gekauft. Hat er auch, und zwar Seide. Also her damit, Grobian. Geht leider nicht, sieh es. Gerade in Nutzung, Hicks. Ist meine Unterhose. Tragekomfort. Na schön. Grobian verschwand hinter einem Felsen, entledigte sich seiner Unterhose und warf das knallrote Stück Stoff in die Grube. Auf diesen Anblick hätte ich durchaus verzichten können. Am nächsten Tag kümmerten sich alle rührend um ihre kranken Drachen. Hey, wie wär's, wenn wir eine kleine Runde fliegen? Vielleicht fühlst du dich dann besser. Aber ohne Zahn nieste nur ein kleines Feuerbällchen aus und rollte sich dann zusammen. Oh. Bei Astrids Sturmpfeil sah es nicht viel besser aus. Auch ihr Drache lag zusammengekauert auf seinem Lager. Armes Mädchen, fühlst dich einfach nicht wohl, hm? Ich weiß, was da hilft. Ich wusste dann... Auch Sturmpfeil musste niesen und schoss seine Pfeile knapp an Astrids Kopf vorbei. Schon gut, Sturmpfeil. Ich bin Kriegerin, ich bin schon oft angegriffen worden. Und Fischbein erzählte Fleischklops liebevoll ein Märchen. Es war einmal eine hübsche kleine Prinzessin, die hieß Fleischklops. Das hübscheste Drachenmädchen im ganzen Land. Die Menschen kamen von überall her, um ihre... Ups, da entwich Fleischklops doch glatt ein freches Windchen. Allerdings saß Fischbein direkt hinter ihr. Nein, nein, das macht nichts, Süße. Riecht gar nicht so übel. Duftet geradezu wie Rosenblätter und... Oh, oh. Später trafen sich Hicks und seine Freunde auf dem Dorfplatz. Fischbein geriet langsam in Panik. Wir haben alles weggeworfen, was wir beim Händler Johann gekauft haben. Aber unseren Drachen geht's immer noch nicht besser. Es wird sogar schlimmer. Wir müssen eine Liste aufstellen. Vielleicht hat ja noch jemand was von Händler Johann gekauft, aber nicht in die Grube geworfen. Ja, es muss jemanden geben, der sich nicht von dem trennen will, was er erstanden hat. Wenn ich rausfinde, wer da was zurückbehalten hat, also auf den bin ich dann echt sauer. Hakenzahn ging so schlecht, dass ich die ganze Nacht auf war, um Drachenkotze von den Wänden zu kratzen. Tja, und unser ist tot. War nur ein Scherz, aber die verstehen keinen Spaß mehr. Liegen bloß noch mal da, machen nichts mehr kaputt. In diesem Moment kam Hau drauf zurück und landete in der Nähe der Kinder. Hicks, mein Sohn, schreib das hier in das Drachenhandbuch. Fliege niemals mit einem Morgen voll mit halbgarem Schaffleisch. Die kälteklärenden Küsten sind nicht mehr so, wie sie waren. Was ist denn, Hicks? Probleme? Es geht um die Drachenvater. Sie sind... Sie sind krank und es wird immer schlimmer. Etwa alle Drachen? Hicks ging mit seinem Vater nach Hause, wo Ohnezahn noch immer schwer atmend auf seinem Lager lag. Armer Kerl. Was glaubst du, was passiert ist? Keine Ahnung. Goti sagte, sie sind allergisch auf irgendwas Neues auf der Insel, aber wir glauben, dass wir alles vernichtet haben. Aber wenn es den Drachen nicht besser geht... Dann muss noch etwas hier sein, das sie krank macht. Tornado? Jetzt hatte es auch Tornado erwischt. Niesen. So fing's bei allen an. Es ging ihm gut, bis wir hier ankommen. Wir sollten eure Spuren verfolgen. Hau drauf zeigte Hicks und seinen Freunden, wo er gelandet war. Tja, hier bin ich gelandet. Okay, seht euch um, ob ihr irgendetwas Ungewöhnliches entdecken könnt. Auf einem kleinen Hügel am Rande des Dorfes fielen Astrid ein paar Blumen auf. Was ist das? Sie gingen zu einer Pflanze, die merkwürdige blaue Blüten trug. Kann sich jemand erinnern, diese Blumen schon mal gesehen zu haben? Die waren schon hier, als ich zurückkam. Die sehen ja fast genauso aus wie der blaue Oleander. Ich kenne ihn aus dem Botanikbuch, Kapitel 8. Gibt's da in dem Zusammenhang was Besonderes? Sie sind sehr hübsch und weich, blühen ganzjährig. Und sind giftig für Reptilien. Das bedeutet, dass sie auch giftig für Drachen sind. Das ist nicht gut. Stand in dem Buch irgendetwas über ein Gegenmittel? So weit war ich noch nicht. Ich musste es ja unbedingt in eine Grube werfen. Na los, dann hin und grab es wieder aus. Das kapiere ich nicht. Wie kommen denn diese Blumen überhaupt hierher? Mehltau. Ich habe gesehen, wie er sie nachts gepflanzt hat. Und das fandest du nicht etwas merkwürdig? Nein.
Naja, vielleicht. Hört auf, mich unter Druck zu setzen! Dann wollen wir dem alten Mann mal einen Besuch abstatten. Und so gingen Hau drauf, Hicks und Astrid zu Mehltau. Der allerdings tat ganz unschuldig. Was ist schon dabei, wenn ich ein paar Blumen gepflanzt habe? Der Dorfplatz sah doch nie besser aus. Ich wollte doch bloß ein bisschen Freude und Schönheit verbreiten, versteht ihr? Seit wann interessierst du dich denn für Schönheit und Freude?